Ich glaube, es ist wichtig, dass wir nicht nur über Wissenschaft berichten, über Wissenschaft erklären. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir auch zuhören können, dass wir Fragen zulassen können, dass wir Kritik zulassen können. Ich bin schon sehr lange an dieser Schnittstelle zwischen Wissenschaft, zwischen Kunst, zwischen Öffentlichkeit, zwischen Bildung unterwegs und ich sehe in dem Projekt eine einmalige Chance, dass wir neu über Wissenschaftskommunikation nachdenken können, dass wir einen Raum schaffen können, wo Experimente möglich sind, wo sozusagen mehr oder weniger der Nukleus für die Avantgarde der zukünftigen Wissenschaftskommunikation gestaltet werden kann. Und deswegen ist das ganze Projekt für mich so ein Herzensprojekt, weil es einerseits diese Brücken schafft, die Brücken zwischen der Wissenschaft und der Gesellschaft und andererseits, weil es so viel Spielraum für Gestaltung ermöglicht. In einer Zeit von Polarisierung, in einer Zeit von Fake News, in einer Zeit, wo das Vertrauen in Institutionen schwindet, ist Wissenschaftskommunikation und der Wissenschaftsdialog essentiell. Es bringt die Basis, die Grundlage dafür, dass kritische Reflexion möglich ist, dass Orientierung geschaffen wird und dass wir informiert in die Zukunft gehen können. Ein Gespräch beginnt immer dort, wo Wissenschaft nicht nur sendet, sondern genauso zuhören kann. Und ich glaube, das ist das, was wir erreichen sollten. Eine neue Ausstellungskultur soll vor allem eins sein. Sie soll interaktiv sein, sie soll partizipativ und sie soll inklusiv sein. Sie soll den Besucher und die Besucherin aus einer anderen Perspektive sehen. Sie sind nicht das Publikum, sie sind die Mitwirkenden, die Mitdenkenden. Es geht darum, dass es einerseits sinnliche Erfahrungen in der Ausstellung gibt, aber andererseits geht es auch darum, dass eine kritische Reflexion über das Gezeigte stattfinden kann. Grundsätzlich wollen wir alle erreichen in der Breite, egal was für ein Alter, was für ein Hintergrund oder was für eine Vorerfahrung. Wir setzen natürlich einen Fokus auf Jugendliche und junge Menschen und einfach aus dem Grund, weil sie die Gestalterinnen von morgen sind und wir sie unterstützen wollen bei dem, was Wissenschaft in dieser Zukunftsgestaltung beitragen kann. Neugierde, Begeisterung und Inspiration und dass das Gezeigte etwas mit einem selbst zu tun hat und dass Wissenschaft etwas Hochrelevantes ist für unsere Gesellschaft und etwas ist, was Mut macht.